spricht die USM Wähler. USG Ishimura, wir haben Ihren Notruf empfangen und senden jetzt auf allen Frequenzen. Wir haben Ihre Rettungskapsel 47 an Bord genommen und sind jetzt auf dem Weg zu Ihnen. Diese Nachricht wird bis zu Ihrer Antwort alle 30 Sekunden wiederholt. Was? Ist das nicht die Rettungskapsel, die Hammond abgefeuert hat? Eins dieser Viecher war an Bord. Nein. Nein, das darf nicht sein. USM Wähler. Wähler, kommen! Unser Signal ist nicht stark genug. Ich werde jetzt die Drucktüren öffnen, um das Signal zu verstärken. Fehler. Drucktüren sind blockiert. Bitte wenden Sie sich an einen Techniker. Scheiße! Isaac, da ist was Großes an der Hülle des Schiffes, direkt über dem Com-Array. Was Organisches. Keine Ahnung, was es ist und ich will es auch nicht wissen. Wir müssen irgendwie die Türen öffnen, um zur Wähler zu senden. Von der AAS-Kanone 48 solltest du ungehindert schießen können. Geh zu der Kanone und befördere das Ding ins All. Okay. Was überfahren worden. Roadkill. Das ist nicht fair. Also so was. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht wieder über die halbe Raumschiffoberfläche laufen, inklusive Ausweichoptionen und Manöver, um zu dieser Waffe zu kommen. Das wäre schön, wenn das eine andere wäre. Na los, hol doch mal Security-Telefon raus und ruf die Security an. Oh, okay. Das ist anscheinend nicht ganz so stressig. Okay. Manuelle Überbrückung initiiert. Der denn die ganze Scheiße da raus, ey?
So. Türen des Kommunikationsarrays werden geöffnet. Mega Facehacker. USM Vader, hier spricht Kendra Daniels von der USG Ishimura. Komm, öffnen Sie nicht die Rettungskapsel. USM Vader, hier ist Kendra Daniels von der USG Ishimura. Bitte komm, öffnen Sie auf keinen Fall die Rettungskapsel. Antworten Sie doch verdammt nochmal. Sind Sie da? Oh, Gott sei Dank ist Ihnen nichts passiert. Ich habe versucht, Sie zu erreichen. Jemand hat die ganze Zeit mein Rick-Signal blockiert. Und durch den Zusammenstoß wurde es wieder abgesetzt. Hammond, wo waren Sie denn bloß? Ich habe versucht zu überleben. Ich habe ein paar medizinische Vorräte gefunden und mich selbst zusammengeflickt. Hören Sie, ich breche die Mission ab. Ich scheiß auf den CEC und scheiß auf die Befehlskette. Wir müssen schleunigst hier verschwinden. Ich glaube, ich habe einen Shuttle auf dem Crewdeck geortet. Laut Protokollen braucht es einen neuen Singularitätskern, den wir aber vielleicht auf der Vela finden. Das Heck hat sich in die Seite der Ishimura gebohrt. Ich werde jetzt hingehen und nach einem Einstieg suchen. Wir treffen uns dort. Hammond, Alot. Isaac, wenn es stimmt, was er über das Shuttle gesagt hat, könnten wir noch eine Chance haben, hier wegzukommen. Lauf rüber zur Fachbucht und sieh nach, ob du Hammond helfen kannst. In seinem Zustand wird er sicher nicht lange durchhalten. Jetzt bricht er die Mission erst ab. Jetzt. Ja? Das ist ja wunderbar. Ich dachte, die ist schon durch, seit wir da irgendwie in die Bucht reingeknallt sind mit unserem Raumschiff. Aber nein, der feine Herr, jetzt möchte er erst abbrechen. Den finde ich mitunter schon wirklich echt widerlich, diesen Nekromorph. Oh. So, okay. Ekelhaft. So, na dann, auf zur Ladebucht. Gucken, was Hammond da
für uns vorbereitet hat.